Hey, heute zeige ich euch eine Seite, die ich vor kurzem gefunden habe. Und zwar heißt diese Seite the33dmodels.com. Und wie der Name schon sagt, ihr könnt hier gratis alle möglichen 3D-Objekte downloaden. Also es gibt wirklich alles, ganz egal was ihr haben wollt, auch Charaktere und Autos und Frauen und weiß ich was. Und ja, ich bin nicht allein, ich bin nicht der Einzige, der das verwendet. Es gibt auch noch andere, sehr bekannte Leute, die das verwenden. Und da habe ich jetzt zwei Beispiele rausgesucht. Und zwar wäre das Synergy irgendwas, Bass oder irgend sowas, der hier dieses schöne Bioshock-Equipment, Ding genommen hat. Und einfach das Der-Logo ist ja ganz geil, aber ich würde sagen, wenn er nur das Der-Logo gemacht hat, ist es auch ein bisschen langweilig. Denn ich habe hier den Beweis, dass er das nicht selber gemacht hat. Wie man sehen kann, steht hier. Ja, wo denn? Steht hier Genne Bar oder irgend sowas Bank. Und hier ist das gleiche. Es hat die gleiche Texture und alles. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass er das hier verwendet hat, was er auch darf, und er hat auch, glaube ich, nie behauptet, dass er das selber gemacht hat. Keine Ahnung. Ja, ich dachte mir, wieso sollte der das verwenden dürfen und ihr nicht? Deswegen zeige ich euch diese Seite. Und er ist ja nicht alleine. Es gibt noch einen anderen sehr bekannten, der gerne modelliert, und das wäre hier unser Squints, auch von Synergy. Und der hat in seinem sehr bekannten Der-Entry dieses imperiale Star Wars Scheißschiff genommen und das verwendet, und es sieht richtig geil aus, muss man schon sagen. Aber er hat es halt auch nicht selber gemacht, denn es gibt es auch hier zu finden. Er hat nur hier die Turbinen verändert, aber ansonsten ist es genau das gleiche. Ich habe mir das jetzt mal runtergeladen. Ihr könnt hier auf Download klicken und dann seht ihr hier, was für Dateien das gibt. Also es gibt für Cinema 4D, einfach nur als Objekt, für ZBrush, dann Blender und alles gratis. Ja, und ich glaube, dieses Squints verwendet das mehrere Male. Ich schätze mal, dass er die hier modelliert, auch nur teilweise modelliert hat, diese Waffen oder was das sind. Diese Fliege hat er wahrscheinlich auch genommen, was auch nicht verboten ist. Er sagt auch nie, ob er das selber modelliert. Und wenn wir hier jetzt den jetzigen Background, den er vor 2 Wochen gemacht hat, anschauen, sehen wir hier solche Future-Scheiße. Und diese Ofen gibt es auch genau hier, nur andere Textur und andere Farbe. Gibt es auch hier zum Downloaden. Also es gibt wirklich alles zum Downloaden und ziemlich geile Scheiße zum Beispiel gibt es auch noch hier ganze Städte wie Paris, Venedig, dann gibt es Charaktere, ja, es ist richtig geil. Ja, ich packe euch den Link nochmal in die Beschreibung unten rein und ja, hoffe, euch hat es jetzt gefallen und vielleicht auch geholfen. Und ja, bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr für das nächste Tutorial haben wollt. Das hier war ja nur so ein Quick-Tipp, mehr oder weniger. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen.